Ich habe mich wie gewünscht um alles gekümmert. Nakag agib kik benabab. Neya agam berakaki. Mem amgab kugab kramanik. Umka kiga mayamak. Bemka naya nugan. Jinim naya lak umnan mege. Ja, wir lassen uns schon nicht umbringen. Keine Angst. Danke für die Warnung. So, sprich mit Ovid. Wo finden wir jetzt Ovid? Ich guck mal auf die Map. Ah, da finden wir den. Seht ihr das? Da müssten wir aber eigentlich hinreisen können. Warte. Wo war das denn gewesen jetzt hier? Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Dann nehmen wir mal das Taxi. Schön. So, haben wir hier irgendwo noch irgendjemanden, wo ich gerade was reparieren kann? Da ist dann die Druide. Post haben wir auch noch. Ja, passt. Damals, Bollerein, schön, dass ich euch helfen konnte. Jo, dankeschön. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. So, das packen wir jetzt mal hier hin, das verkaufen wir, runterpacken, verkaufen, sehr schön. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Lomet. Hallöchen, Lomet. So. Wir müssen gar nicht so weit weg, seht ihr das hier vorne gleich? Einfach nicht hier irgendwo um die Ecke. Da steht er. Mitten im Nichts hier. Uchusa yomata chitoya, asubi mota uipa, patoga wata kiko uba kiri wata buki donko. Ihr nehmt dieses Ding niemals ab. Chobet i kaufst du an, dile jihulo kuta. Buka kambak nijit, tonka yiliska chanaga. Kabano tase makipuna, mali tuta odmishka. Beryl sagte, dass ihr etwas für mich habt, das ich zurückbringen soll. Kuchusa yomata chitoya, asubi mota uipa. Poya toka changa goptula dobata wana wanki chaskruni dopat kurira dokanki kung. Ich habe es fast erwartet. Jetzt wurden die Sachen geklaut, die ich liefern muss. Jetzt muss ich da wieder hinterher. Die Plünderer müssen ein Lager haben. Wo finde ich es? Piti dotenya go kaka jojo. Da biska ku paliya. Pampaula giota kakoga huta nupisto. Wenn ich für jede Todesfalle, der ich entkommen bin, einen Credit bekommen hätte, wäre ich jetzt reich. Jana dapuno, ta us azulas uvaltung michakulka dimaji. Kabano tase makipuna, mali tuta odmishka. Okay, die gestohlenen Sachen zurückholen. Ja, das wird schon wieder genau. Wo müssen wir hin? Ach, nur ein Stück den Weg hier weiter. Seht ihr das? Einfach irgendwie hier und dann sind wir da. Das ist doch kein Problem. Kurz aufsatteln und dann geht's los.
So, Karte aufgedeckt. Jetzt schauen wir mal nach. Irgendwo dahinter. Seht ihr das? Beziehungsweise, das sind hier diese Piraten. Aber ich vermute mal, das sind die Silberlinge, die wir brauchen. Die einfachen wäre ja zu einfach. Das wird schon wieder. Okay. Ich bin jetzt genau da, wo ich die Sachen finde. Ah, da drinnen, seht ihr das? In diesen Kisten. Nicht die Silberlinge, sondern diese Kisten brauche ich. Okay. Eins von vier. Das ist auch eine Kiste. Dieser Überling interessiert mich nicht. Den knallen wir so weg hier. Level up, sehr schön. Den Tresor nehmen wir auch noch mit hier. Hol den Safe. Zack, das gibt wieder Kohle umsonst. Okay, da ist die nächste Kiste. Sehr schön. Den sehen wir jetzt nicht, aber länger müssen wir schon näher rangehen. So, eine Kiste brauchen wir noch. Eine Kiste noch. Auch die Schule respawnt. Das ist ja klasse. Danke. So. Beschaffe die Tareskernprobe. Wo finden wir die denn jetzt? Lass mich raten, wir müssen jetzt da rein oder was? Ich schau mal nach. Jo, wir müssen da rein. Okay, warte mal. Das wird so nicht funktionieren. Die müssen jetzt weg. Okay, wir sind gleich drin. Einfach nur geradeaus. Ich denke mal, das ist ein Fahrstuhl in die zweite Ebene. Sieht auf jeden Fall danach aus. Ja. Kommt gerade, sehr schön. Komm, Kauso, nicht trödeln. Irgendwie nur geradeaus. Ist ja einfach. Das kann nicht sein, irgendwie nur geradeaus. Warte mal. Seht ihr das? Wir müssen da lang. Sorry. Gut, dass ich die Map nochmal aufgemacht habe. Wir wären jetzt falsch gelaufen hier, sagen wir es mal rein. Man sieht es ja auch schon wieder an der grünen Wand hier. Jetzt gucken wir aber erst einmal nach, ob es vielleicht hier einen schönen Bonus gibt.
Yep. Oh, 25 brauchen wir. Ich vermute mal, es wird auch nicht so schwer sein, die 25 zu bekommen. Okay. Hallo Jungs. Und tschüss. Ja, wir kämpfen uns hier praktisch durch die ganzen Leute hier durch hier. Zack. Okay, die nehmen wir natürlich auch mit hier, die Jungs. So, die haben wir auch. Kämpfen uns langsam durch da, wo wir hin müssen. Warte mal, wir haben 16 von 25. Wo ist denn das jetzt überhaupt? Ah, noch ein Stück um die Ecke. Seht ihr das geradeaus? Ich vermute mal, da kommen noch genug Leute. Ah, Flüchtlingsgas. Wie dumm von euch. Warum stellt euch das genau dahin? Bäm. Das wird schon. Also, wir haben es fast geschafft. Wir brauchen noch 6. Ich hoffe, wir kriegen die 6 hier noch. Das sieht echt eng aus. Das können wir vergessen. Das ist, hier ist es vorbei. Seht ihr das? Wir müssen uns noch eben 3 Stück holen. Also ich, den Bonus möchte ich gerne mitnehmen. Auf jeden Fall. Das wäre ja echt doof jetzt. Komm, ich schiele gerade so schön. Ja, wunderbar. Bonus erledigt. Das gibt wieder extra Punkte. Wieso musstet ihr alle töten? Ein paar dieser Männer waren in Ordnung. Ich bin wegen der Planetenkernproben hier. Gebt sie her. Planetenkernproben? Aha. Ihr arbeitet für Barrett Thorn, nicht wahr? Das habe ich früher auch. Mein Name ist Tyrodal. Ich habe Beryl geholfen, Artefakte von Taris zu schmuggeln, die als Kernproben getarnt waren. Wir hatten gehofft, reich zu werden, aber Beryl hat sich als Närrin entpuppt. Statt die Schmuggelware auf dem imperialen Markt zu verkaufen, hat Beryl die Relikte den Nachfahren der Überlebenden von Taris für einen winzigen Finderlohn überlassen. Lächerlich. Es gibt einen imperialen Markt auf Taris? Nein, aber einige hohe Tiere im imperialen Raum zahlen ein Vermögen für Taris-Artefakte. Es sind Statussymbole. Ich habe Beryl glauben lassen, dass ich von Rakghulen getötet wurde und bin mit den Plünderern ins Geschäft gekommen. Sie hatten eine tolle Idee, wie man den Profit erhöhen kann. Wieso den Imperialen etwas einmal verkaufen, wenn man es auch ein Dutzendmal verkaufen kann? Diese Droiden fertigen Kopien der Relikte. Diese Droiden können Nachbildungen fertigen? Sie können ein Relikt bis ins kleinste Detail nachbauen. Die Kopien sind makellos. Gehen wir es clever an. Ich biete euch eine üppige Bezahlung und eine Frachtkapsel mit Reliktimitaten, wenn ihr Stillschweigen über meine Operation bewahrt. Ihr geht reicher nach Hause. Beryl bekommt ein paar Relikte zum Verschenken und ich bleibe im Geschäft. Was sagt ihr dazu? Tut mir leid. Abgemacht oder nein? Angreifen. Nein, eher angreifen. Töte ich euch. Druiden! Code Schwarz! Oh, das hört sich jetzt gefährlich an. Code Schwarz.
So. Kehre zu Odwill zurück. Ach, zu den Typen erstmal zurückkehren. Der war gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Ach, da vorne, ja genau. Gleich hier um die Ecke sozusagen. Das war doch der Typ, der einfach mitten im Nichts gestanden hat. Ja, genau der. Da ist er ja. Chicos, ba ini gut dat iji gliska chanaga wa. Oh, Granny Tampio da Pushi Wompa, Putula Musta. Das sind keine Kernproben und das wisst ihr auch, Owold. Moja Jo Chaluka, Kunachi du Niktitoki, Saya Tupi nu Aviti. Die Frachtkapsel ist voller Reliquien von Tachis. Se Gota do Muti Kihasa da Punyo, Lies di Woto. Kutogi Gumpa. Gigi no Lia Makchisa, Doika Boda Pachi Isa Jonki. Ist das eure Ausrede und wollt ihr daran festhalten? Umpa Hupa, Gikilia Umpasa Dobiska, Ha Wanchi Kospa Tota Ulia. Das müsste helfen. Dussel. So, jetzt kehre zu Beryl Thorn zurück. Das machen wir glatt. Speisesaal, nein, Olaris. Zack. So, sie war ja da in diesem Haus gewesen. Das wird schon wieder. Es gibt nicht viele Momente, die mich in meinem Leben wirklich beeindruckt haben. Sie lassen sich an einer Hand abzählen, Captain. Meine Hochachtung. Dass ihr hier mit den Kernproben wieder aufgetaucht seid, ist einer von diesen Momenten. Ich bin ein Mann der Tat, Schätzchen. Zu schade, dass sich ein Mann wie ihr an Risha verschwendet. Argo, nimm diese Frachtkapsel und pack sie zu den anderen. Wann verlassen wir endlich diesen verfluchten Sumpf? Die Feuchtigkeit lässt meine Gelenke rosten. Hey, seht euch das an. Die Republik hat meinen Vertrag gerade als erfüllt anerkannt. Und genau zum richtigen Zeitpunkt hat mir mein Freund am Raumhafen gerade Zugriff auf die Sensoren der Republik gewährt. Finden wir euren Tresor. Erzählt mir von eurem geheimnisvollen Freund. Was ist los? Eifersüchtig? Die Sensoren erfassen die einzigartige Strahlungssignatur des Tresors. Das ist gut. Aha, da ist er. Oh, euer Tresor befindet sich in der Nullzone. Das ist übel. Ich brauche alle Details. Die Nullzone ist Niemandsland. Als die Republik hier zum ersten Mal eintraf, wurden etliche Landvermesser entsandt, um das Gebiet zu kartografieren. Nur einer kehrte lebend zurück. Seinen Berichten zufolge wimmelt es dort von Kreaturen, die noch schlimmer als die Rakghule sind. Niemand wagt sich dorthin. Kein Mann sollte in den sicheren Tod gehen, ohne zuvor einen Abschiedskuss bekommen zu haben. Ich werde ihn fragen, aber Argo ist wirklich wählerisch mit seinen Männern. Ich muss doch sehr bitten. Ihr braucht gutes Werkzeug, um den Tresor zu knacken. Risha ist gut darin, irgendwo einzubrechen, wo sie nichts verloren hat. Sprecht am besten mit ihr. Eure Bekanntschaft zu machen war höchst interessant. Viel Vergnügen da draußen. Ja, das ist doch ein Ass, echte. Okay, wir haben noch was Neues zum Anziehen bekommen. Ach, Inventar.
So, mal gucken. Wie sieht denn die aus? Die Jacke sah irgendwie gar nicht so schlecht aus, oder? Ich guck mal nach. Oh ja, geht. So. Uiup. Sprich mit Risha. Ah, dann müssen wir jetzt an Bord gehen. Doc, wie geht es Jessup? Ist er in Ordnung? Ich glaube, mir wird schlecht. Es tut mir leid. Wir werden euch einen Seelsorger suchen. Dafür müssen wir erstmal wieder aufs Schiff rauf, um mit ihr sprechen zu können. Willkommen auf Karis. Ich bin Gouverneurin Zaresh. Ich möchte euch im Namen der Galaktischen Republik dafür danken, dass ihr uns bei diesem historischen Projekt unterstützt. Zu eurer eigenen Sicherheit solltet ihr bitte nicht die militärische Sicherheitszone um die Siedlung herum verlassen. Diese Welt Verräterin. Und unsere Arbeit hier werden als Leuchtfeuer der Hoffnung aber für die das Republik ist eine andere Geschichte. Aber zuerst müssen wir ein paar Hindernisse überwinden. Gemeinsam sind wir größer als jedes Hindernis. Also an die Arbeit. Zusammen. Sie ist doch an Bord, oder? Ja, mit Sicherheit. Da müssen wir erst starten, ins Weltall mit ihr reden und dann wieder landen wahrscheinlich. Naja, okay. Das ist ja ein bisschen doof gemacht, finde ich. Also warum haben sie nicht einfach jetzt unten... Ja, geht los. Endlich, mein neuer Herr. Ich bin C2M2, Steward auf diesem Schiff. Welch ein Glück, dass ich Ihnen dienen darf. Du wurdest von einem diebischen, feigen Cath-Hund gekauft. Aber das ist mein Schiff. Du befolgst meine Befehle, ist das klar? Ich bin programmiert, um dem Captain dieses Schiffs zu dienen, nicht meinem Käufer. Ich werde gerne jeden Befehl ausführen. Droiden der C2-Reihe stehen für modernste Fortschritte in zahlreichen Bereichen. Von technischer Raumschiffwartung bis hin zu Ernährungsplänen, die speziell auf die Bedürfnisse ihrer Organe angepasst sind. Willkommen an Bord Ihres koreanischen leichten XS-Frachters. Ein maßangefertigtes Wunder. Warum nur wurden wohl solch große Triebwerke an seiner Hülle angebracht? Neben den üblichen Annehmlichkeiten finden Sie hier auch einen gesicherten Kapitänsspind, in dem Sie Ihre Wertsachen aufbewahren können. Auf Ihrer Brücke finden Sie eine ständig aktualisierte Karte der Galaxis. Ein wahrlich schöner Anblick. Wichtige Nachrichten aus dem republikanischen Netzwerk können über die Holonetzkonsole abgerufen werden. Langstreckenkommunikation ist über das Holo-Terminal möglich. Und dann gibt es noch das Intercom des Schiffs, mit dem Sie Treffen mit Ihrer Crew einberufen können. Haben Sie irgendwelche Fragen? Es ist so lange her, dass ich an Bord war. Ich hatte das alles fast vergessen. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass Sie sich mit solchen Angelegenheiten gar nicht erst befassen müssen. Was uns zum letzten Punkt bringt. Wie Sie sehen, bin ich nicht gegen physikalische Gefahren gewappnet. Meine Funktionen sorgen dafür, dass dieses Raumschiff Ihnen auch auf langen Reisen ein Heim ist. Ich bin natürlich immer gerne bereit, alle ungefährlichen Aufgaben für Sie zu übernehmen. Ich bin sehr stolz auf meine Liebe zum Detail. Ein bisschen Panzerung, ein paar Kampfprotokolle, ein Blaster und schon könntest du etwas wert sein. Bitte. Alle eigens vorgenommenen Modifikationen würden meine Garantie aufheben. Wenn Sie bereit sind aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf. Die Schiffscomputer kümmern sich dann um den Rest. Oh! Und Sie sollten sich den Frachtraum ansehen. Die Gegenstände darin waren bereits vor meiner Ankunft dort. Ja, danke. Das
Jetzt mussten wir erstmal mit ihm quatschen. Das hätte eigentlich schon viel vorher passieren sollen müssen können. Jetzt ist aber jetzt erst passiert. Und jetzt müssen wir erst einmal gucken, wo ist sie denn jetzt hier? Auf der anderen Seite des Schiffes oder was? Renne ich jetzt im Kreis? Wo ist sie denn? Ich renne im Kreis. Hier. Boah, echt, ey. Ich hoffe, ihr kennt den Standort des Tresors. Ich habe Skavak und ein paar Söldner über einen verschlüsselten Kommunikationskanal belauscht. Sie versuchen, vor uns beim Tresor zu sein. Klingt, als wären sie nah dran. Beryl sagte, der Tresor ist an einem Ort namens Nullzone vergraben. Dann sind wir noch im Rennen. Im Gegensatz zu uns kennen die Söldner die genauen Koordinaten des Tresors nicht. Soweit ich gehört habe, hatten Skavaks Männer nicht viel Glück bei ihrer Suche nach dem Tresor. Irgendetwas da draußen frisst diese Söldner bei lebendigem Leibe. Buchstäblich. Diesmal bin ich froh, dass Taris eine Todesfalle ist. Die Viecher behindern die Söldner, aber das reicht noch nicht. Begebt euch so schnell es geht zu dem Tresor. Öffnet dann das Schloss mit diesem geonosianischen Hackermodul. Ich habe Monate gebraucht, es zu erstehen. Verliert es nicht. Verstanden? Wenn ich den ganzen Weg zur Nullzone marschiere und vor einem verschlossenen Tresor stehe, dann seid ihr gefeuert. Die Technologie hat sich weit entwickelt, seit der Tresor erbaut wurde. Er wird aufgehen. Viel Glück, Partner. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wenn ich sterbe, schließt ab, bevor ihr geht. Das ist nicht witzig. So, Leute. Ich mache jetzt erstmal wieder eine Pause. Also, ich beende die Aufnahme erstmal wieder jetzt hier. Hab mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und ja, ich bin mal gespannt, wer endlich die Risha benutzen können. Also, dass die halt mitläuft als Gefährte. Weil Corso, ja, ist ja ganz nett, aber ich nehme mal, würde lieber die Risha haben wollen. Mal gucken wir mal, wenn es soweit ist. Ich denke mal, wir müssen erstmal ein paar Aufträge erledigen und dann ist sie freigeschaltet sozusagen. Ja, hab mich auf jeden Fall gefreut, wie gesagt, dass ihr zugeschaut habt und ja, könnt ihr aber bitte mal Kommentare reinschreiben oder einfach mal einen Daumen hoch, ich würde mich da wirklich drüber freuen. Und ja, dann beim nächsten Mal werden wir uns dann den Tresor greifen und schauen, was drin ist. Tja, dann bis zum nächsten Mal, euer Rode, ciao.